Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Ragnum. Ja, wir sind hier noch am Runensteine sammeln, bestätigen Runenaltar und müssen dann die Runenwächter besiegen. Hier haben wir die erste Quest, wahrscheinlich für den Windanhänger. Ja, Windanhänger. Weil der Windanhänger-Altar ist hier. Und zwar hier ist der Altar, da muss er irgendwo da sein. Und zwar müssen wir interagieren. So. Er beginnt zu leuchten. Aha. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Wow. Und das war's. Scheinbar nicht. Aber wir haben bald Level Up. Yay, dann bin ich Level 44. Yay. So. Als nächstes müssen wir Opferedelsteine bekommen. Durch Grifo. Haben wir hier Grifos? Oder müssen wir woanders hin? Ah ja, hier haben wir einen. Okay. 15? So viele Grifos gibt es hier gar nicht. Für die Sofort besiegen, also den Windanhänger. Vor allem Sofort besiegen. So, schauen wir mal den Damage an. Naja. Ist nicht mehr so viel. Okay, es kommt erst. Ein Crit muss her, der richtig gut ist. Ja, 1123. Also mein Rekord ist was mit 1350. Ich glaube 53 war mein höchster. Schon recht gut. Also wenn man denkt, Level 60er machen manchmal auch nur 3.000, 4.000. Nur erst zwei. Die droppen also gar nicht jedes Mal. Ja, toll. Da haben wir nochmal seinen Greifenschnabel. Also es gibt zwei. Was müssen wir töten? Ausgewachsener Grifer. Gibt's nicht mehr. Oder gibt's die an im Süden auch? Weil ich hab doch die dort immer ge. Killt. Das ist die Frage, ob wir nicht dort runter sollen gehen. Ja, okay, die spawnt schon recht häufig wieder. Okay, es hat eine Geduldsquest. Greifen wir die auch an. So. Die machen recht Damage. Das sind alte Grifos. Ich glaube, wir müssen alle drei Arten killen. Das geht noch einige Zeit. Gott, oh Gott, oh Gott. Wie so richtig herausgezögert wurde. Damit man ja nicht die Quests erledigen kann. So. Da ist noch eine. Ein Buff. Kommt. Ach, kommt, Leutchen. Nacktmulle erledigen, die sehen schrecklich aus. Die haben sich sowas von nicht gut getroffen. Gib mir ein Level, du Arsch. Scheinbar nicht. Sind ja auch sehr leichte Gegner. Wow, so eine schöne Quest. Die muss gleich in Innovationspreis 1200
mega cool. Einfach nur episch. Quest, Library. Ein Hall of Fame. Oh, eine greifen Klaue. Na? Kommt schätzen. Ich habe nicht lange Zeit. Ich muss die euch abfackeln. Noch einen alten angreifen, weil er so schön grün glitzert. Bing. Kaching. Erfahrungspunkte bekommen. 46, wow. Sehr viel. Wie viel brauche ich noch? Naja, 100 irgendwas. Gebt mir jetzt endlich die Ausgewachsenen wieder. Gott, oh Gott. Heute bin ich wieder ungeduldig. Ungeduldig war ich auch beim Testen von Ark. Das ist so ein Spiel mit Dinos, das neu herausgekommen ist, aber das ist sowas von Performance-lastig, dass ich ungefähr 15 FPS habe mit Aufnahmen. Da muss ich noch ein paar... LOL, ich hab's bekommen. Ich hab das Level. Da muss ich irgendwie noch ein bisschen etwas machen. Zum Beispiel die NVIDIA-Einstellungen, Grafikkarte runterstellen und ein bisschen, ja, die Grafik ein bisschen schlechter machen. Vor allem die Schatten und die Bloom-Effekte sind ein bisschen übertrieben. Außerdem kann ich mit Fraps nicht aufnehmen, weil es abstürzt, weil das neue D3D drin ist und das kennt Fraps nicht. Da muss ich mit Open Broadcaster oder so aufnehmen, muss ich ja noch testen. Ach so, schade, aber es ist ein gutes Spiel, also ich habe schon ein bisschen kurz gespielt. Und es ist eine Mischung zwischen Champions of Regnum, Skyrim und Minecraft. Ah, da hinten ist noch ein Alter. Hallo, Alter. So. Ach, kommt schon. Noch ein Alter. Ah, hier ist ein Ausgewachsener. 1000 Leben hat die, oder was? Ach komm schon. Ja, wenn man den ganzen Tag Champions of Regnum spielt, wird man ein bisschen ungeduldig. Weil es natürlich immer das gleiche ist. Monsterkloppen. Monsterkloppen, Monsterkloppen, Monsterkloppen. Ah, oh, Alter. Alles Alte. Wie viele Alte erscheinen noch? Ja, da muss ich wahrscheinlich doch nach unten gehen. Aber laufen ist noch langweiliger. Ah. Jetzt kommt der auch runter. Kann ich den abkloppen? So. Hinten schauen, irgendwo müssen doch noch Grifos sein, oder? Da oben vielleicht? Irgendwo müssen doch noch sein, weiß ich es nicht. Nö. Keine. Schade. Ja, die erscheinen wieder. Komm, mach Volldampf. So. Die sollten das ganze Zeit so schnell machen, dass man so schnell ist. Außerdem ist es ein bisschen unfair, dass die anderen Klassen bessere Laufspace haben. Da ist der Nahkämpfer natürlich wieder am Arsch. Oder Sprint wird gedebufft
Und die anderen wurden gebufft. Jetzt nicht genau, aber der Sprint wurde schon ein bisschen gedebufft. Vor allem bei der Wiederholung, also dass man es nicht immer spammen kann. Konnte man auch nie. Keine Ahnung, was die gesagt haben, geschrieben haben. Sollte ja etwas mit dem Balancing zu tun haben. So. Noch einen. Noch mal ein bisschen buffen. Ja, alte Mann. Hi, du. Wieder brauche ich auch nicht. Weg damit. Nächster, bitte. Wo seid ihr, Versuchskaninchen? Ich will den Damage messen. Ich will den meisten Damage machen. Komm schon. Wir killen den so richtig cool. Mit riesen Damage. Komm schon. Oh. Fick dich. So. Nächste Quest, bitte. Und diesmal nicht so viel, bitte. Und mit Wilden. Aber ich glaube, Wilde gibt es am wenigsten. 5 oder weniger, bitte. So. Und jetzt 7. Okay. Ja, nach Alexis Gebiet. Also muss man nicht wegweisen. Außerdem, wo ist das Navi? Ich brauch doch ein Navi. Mein Vater tut fast mehr als 40 Jahre jetzt Auto fahren. Und er hat noch nie ein Navi genommen. Er hatte nie ein Navi gebraucht und ist viel schneller als ein Navi. Also, was da manche Navis so für Umwege mit einnehmen, das ist gigantisch. Dann braucht man das in einem solchen Spiel auch nicht. Da muss man gar nicht die Gebiete zuerst betreten, damit man weiß, wo man kloppen muss. So. Bisschen Waffen. Komm jetzt noch ein bisschen Stärke dazu. Und. Ja. Ist noch nicht ganz so stark. Muss ich bei diesem probieren. Ist ein Wilder. Ich brauche Wilder. Doin. Doin. Ein bisschen Panther gehen. Ist ja nicht. Oh, das ist jetzt ein fetter Damage gewesen. Da ist ein Wilder. Sehr gut. Jetzt sind die Buffs wieder kaputt. Muss ich wieder Buff erneuern. So. Da ist auch ein Alter. Es gibt zu viele Alte. Und dann spawnen sie nicht, wenn man sie braucht. Ja, ja. Ich kenne das. Eier. Für was soll ich Eier? Ich brauche keine Eier. Ich esse sowieso im Allgemeinen nicht so viele Eier. Nur wenn es mir unbedingt sein muss. Bin ich so ein Eierleber, aber ich mag den Geschmack nicht so.
Da kommen die Wilden. Hallo. Nächste bitte. Es kommen gar keine mehr. Haben sie Ende der Frist oder was? Sie schlafen gegangen. Kann sein. Ich sollte mich vielleicht nicht killen lassen, sonst habe ich einen weiteren Weg. Wenn ich dann die Ding runterfalle, die Klippe. Ach, greif an. Ich muss Kopf kratzen. So, 5 und 7. Ja, genau. Du checkst es. Du musst nur nach oben kommen. Aber der andere ist immer nach unten. Ach komm, rund, rauf. Na? Ja, alt. Jetzt ist er oben. Ist wahrscheinlich immer noch nicht. Komm mal hoch hier. Dann haben wir die Quest auch abgeschlossen. Nicht runter. Hoch. Ich könnte da runterfallen und im Schlag. Also im Flug könnte ich schlagen und dann kommt er wahrscheinlich runter. Aber ich riskiere es nicht. Nächster Wilder, bitte. Der da oben kommt auch nicht runter. Wieso können überhaupt Gegner so hoch? Ja, komm runter. Und du kommst hoch, bitte. Komm hoch. Ja, komm hoch. Ja, jetzt kommst du nicht hoch. So. Schaffen die das? Nein. Wir haben gestorben. Ah, Mann, oh. Können wir Reichsmau bitte? Nein. Also. Müssen wir halt laufen. Ah, wieso haben wir plötzlich so wenig Leben gehabt? Zu viel gekloppt. Kloppt, kloppt, die klopp. Wir haben zu viel gekloppt. 99% der Tote gehen auf mein Selbstverschulden. Ich bin einfach ein Fehler. Wieso bin ich ein Fehler? Weil ich nie schaue. Weil die Lebensanzeige so gigantisch weit weg ist, dass man sie nicht achtet. Tja, also laufen wir wieder dorthin. Es sind ja nur ungefähr 5 Kilometer. Also kein Problem, die Part ist noch lange. Ja, kann ich ein bisschen erzählen noch was? Was soll ich erzählen? Ja, momentan passiert gar nichts. Champions of Regnum, keine neue Ankündigung, keine News von all, wie heißt das Server jetzt schon wieder? Amnun? Nichts, gar nichts. Außerdem, passiert eigentlich von den anderen Reichen auch gerade momentan nichts, also Ignis hat ein leichtes Spiel. Kann auch sein, dass die anderen Reiche einfach ein bisschen normalere Zeiten haben und die Ignis haben außergewöhnliche Zeiten. Okay, also jetzt gewöhnliche Zeiten ist ja 11 Uhr nachts nicht, aber Ignis machen es halt dann, wenn die anderen nicht da sind und wenn man um 11 Uhr abends nicht da ist, dann bekommt man halt eine Invasion, liebe Alse. Liebe Alsenreich, ihr habt da ein bisschen gefehlt. Sonst gibt es nicht viel zu berichten, also es ist wenig los.
Es wird eigentlich immer die ganze Zeit abgewechselt mit dem Vorteilen. Einfach damit man größtmöglich XP bekommt und Reispunkte und was auch immer. Und Magnanit mal wieder. So. Ich habe so kratzigen Hals von vielen Reden, wenn man drei Aufnahmen hintereinander macht, ist das nicht so gut für die für die Stimmbänder. So, also das Tor haben wir schon mal erreicht. Schauen wir mal, ob dort noch ein paar Wilde sind. Sonst müssen wir halt hinten durch. Ja, es ist sowieso besser hinter durchgehen. Gibt's hier gerade noch einen Magnus? Magnanitenstein? Nö. Weiter hinten schaue ich jetzt nicht. Ihr wollt ja wieder weitersehen. Wilde, nur ausgewachsen. Oh, schade. Doch ein Wilde, ja, es sind zwei Wilde. So. Die machen auch irgendwie viel Damage, 71. Normal und Crit ist 126. Also. Ja, genau. Greif mich an. So. Das kann ich natürlich nicht aufs Pferd. Das regt mich immer auf. Dass man einfach lange warten muss. Man könnte es machen, wenn ein Spieler dich angreift oder du einen Spieler getötet hast. Das ist so, dass du ein bisschen länger warten musst. Aber sonst nicht. Aber es ist einfach nur nervig. Oder wenn ein Spieler in der Nähe ist, zum Beispiel am besten. Oder in der Nähe war, kurz danach. Da wird es ja auch Ding vom Fliehen und so ein bisschen abhalten, aber es ist schon, also Geduld halt vonnöten. So. Wir könnten über den Berg. Wieso gehen wir nicht mal über den Berg? Die direkte Route. Über den Berg. Ah, jetzt kommt langsam wieder die Müdigkeit. Kann man hier hoch, sonst muss ich auf der anderen Seite hoch. Ja, okay. Man kommt nicht hoch. Aber hier kommt man irgendwo hoch. Ja, da war's. Hier oben habe ich sicher noch... Ja, da habe ich noch keinen einzigen Spieler hier oben gesehen. Aber ich bin hier sicher schon zum 20. Mal hier oben. Weil ich einfach manchmal ein bisschen Umwege mache und schaue, ob es Magneten hat. Aber hier oben gibt es gar keine Magneten. Scheinbar gibt es hier, also ist die Grenze hier nicht da oben, wo sie spawnen könnten. Ja, deshalb sinnlos da hoch zu gehen. Für ein Versteckspiel vielleicht, ja. So, Dele. Na, ist auch noch 5 Minuten. So. Große Abenteuer zum 20. Mal bekommen. Dreimal, lediglich dreimal.
Also, dann töte ich noch den Windanhänger und dann ist eigentlich... Ja, dann ist das erste von vier fertig. Also haben wir ein Part zur Verfügung, wo wir einfach angreifen, also ein Ding machen, ein Altar. Und für den letzten brauche ich vielleicht dann ein bisschen Hilfe von einem, aber das bekomme ich ja schnell im Chat. Sonst kann es auch Zertox machen. Der macht das gerne. Ich glaube, der hat die Quests auch noch nicht gemacht. Oder nur ein, also eine hat er, glaube ich, gemacht. Oder zwei. Mal schauen. So. Aber ich bin, glaube ich, im Stand von ganz am Anfang, wo ich ihn getroffen habe. Seitdem hat er es wahrscheinlich gemacht. Nun gut. Wir machen jetzt mal die Quest und die spätere. Ich habe ja viele Folgen jetzt im Voraus aufgenommen. Weil ich ja in den nächsten Tagen nicht mehr so viel Zeit habe. So. Deshalb ist es wahrscheinlich eben so, dass er nicht mehr die Quest hat. Oder vielleicht will er sie ja mit dem Baba machen. Mal schauen. Ein bisschen warten. So. Combuffs. Ladet auf. Schaffen sonst nicht. Wir brauchen den extra Damage auch vom Schwert da. Präzise Schwung. Ich buff mich jetzt mal und dann tue ich das am Schluss. So, jetzt genau gereicht. Bang und bang. Du hast nicht genügend Mana. Ich sollte vielleicht den zuerst nehmen und dann Südkreuz. Weil der macht, dass man, dass die Gegner weniger Schutz haben. Schutz minus 20, genau. So, wieder nach aller Head, um dann zu die Quest bekommen, dass man den Altar benutzen soll. Ach Gott. So. Ich habe einschlafen wieder. Man macht in der Nacht auf, ist topfit und dann merkt man, man ist doch nicht so topfit und geht wieder schlafen. Nun gut. Ich habe auch viel Sport gemacht gestern. Der Körper rebelliert. Ihr platziert Lyons Windanhänger zwischen den Gravuren auf der Spitze des Wilderaltars und es passt perfekt. Es erscheint ein helles Licht und der Anhänger verschwindet. Oh. Oh, oh, oh. So, Quest abgeben. Oh, schade, wir haben schon recht viele Folgen wieder bekommen. Gut. So. Melekati ist das nächste Ziel. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Partes. Der nächste Part wird auch so langatmig und nerventötend und alles mögliche. Nein, nein. Wird schon besser. Ja, wir müssen halt das gleiche wieder dort machen mit irgendwelchen Steingolems oder sonst irgendwas. Ja, wahrscheinlich Stein beim Erdalter. Ja, also wir sehen uns dann dort wieder. Ich werde währenddessen noch ein bisschen bei den Aquantis am Strand dort leveln. Und ja, also Dankeschön fürs Schauen. Tschüss, Leute.